Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute gibt es, wie ihr im Titel schon gesehen habt, eine Putzroutine von mir bzw. uns. Also ich denke, dass ich in dem Video alleine sein werde, weil ich das jetzt heute am Vormittag zumindest anfange, wenn Philipp nicht da ist. Und falls ich heute nicht alles schaffe, drehe ich morgen weiter, auch am Vormittag, da ist Philipp auch nicht da. Aber auf jeden Fall, wenn Philipp da ist, dann putzt er ja genauso, also auf dieselbe Art und Weise. Also von daher ist es unsere Putzroutine, unsere Putzmittel, wie auch immer und wo auch immer wir sauber machen. Ich sehe aber noch richtig fertig aus. Ich mache mir jetzt erstmal die Haare und tue mich abschminken. Das habe ich gestern Abend nicht mehr gemacht. Genau, und auf jeden Fall geht es dann richtig los. Das wird auch so ein kleines bisschen ein Vlog. Ich habe nachher noch einen Termin, da werde ich euch zwar nicht mit hinnehmen, aber vielleicht danach noch was erzählen. Auf jeden Fall wollte ich erstmal das Intro drehen. Werde euch ganz viele Zeitraffer wahrscheinlich reinhauen vom Putzen und sowas. Die werde ich mit dem Handy aufnehmen. Genau, und ja, deswegen könnt ihr mich jetzt auch erstmal beobachten, während ich meine Haare mache, mich eventuell ein bisschen nochmal neu schminke und ja, dann geht's auch los mit dem Putzen. Ich mache mich jetzt erstmal fertig, aber währenddessen, das kann ich euch schon mal zeigen, schicke ich den Staubsauger in die Stube und schicke den dann hier schon mal durch überall, also hier in der Stube und in der Küche. Und dann saugt er mir schon mal vor, während ich meine Haare mache und so weiter. Und dann kann ich hier direkt loslegen mit sauber machen. Hier ist auch nicht so viel zu machen. Genau, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wie ihr gesehen habt, ich bin fertig erstmal und der Staubsauger ist noch hier zugange. Ich habe jetzt ja wirklich nicht lange gebraucht. Zur Reihenfolge oder was ich jetzt mache. Also den Balkon haben wir am Wochenende schon sauber gemacht, beziehungsweise Philipp hat mit dem Schrubber, ich hoffe ihr seht den Schrubber, ne? Der ist auch ein bisschen angebrochen, hat den ganzen Boden vom Balkon sauber gemacht mit Wasser und Fit. Das ging super. Und ihr wisst wirklich nicht, wie schlimm der vorher aussah, der Boden. Wir haben da ja ganz viel, ich sag mal, gebaut, also die Küchenmöbel und sowas. Also da waren überall auch Holzteile, also Holzsplitter und generell so Dreck. Und dann haben wir ja fünf Großen noch ganz viel gesägt oder so. Also auf jeden Fall sah es da echt schlimm aus. Und genau, dann habe ich am Wochenende auch die Balkontür geputzt. Allerdings sieht man hier unten schon wieder Flecken. Ich glaube nicht, dass ihr das jetzt seht, aber der Karl war da auch schon wieder und hat rausgeguckt. Ist ja nicht schlimm. Und es regnet seit gestern, also von daher hätte ich mir das Fensterputzen auch sparen können. Genau, mein nächster Schritt wird jetzt sein, dass ich hier den Boden wische. Vorher mache ich den Tisch sauber, Karls Stuhl und so. Dann räume ich hier seine Küche eben nochmal auf, weil das sieht auch ein bisschen unordentlich aus. Und wische hier Staub. Allerdings haben wir ja nicht allzu viele Flächen hier zum Staubwischen. Und genau, dann wische ich mal den Boden, weil da sind dann noch ein paar Farbkleckse von vor gefühlt 3 Monaten, als wir die Verkleidungen für den Bus gestrichen haben. Genau, also wische ich hier dann erstmal durch. Hoffe, dass ich das alles vom Boden abkriege. Und ja, ihr seht es ja dann im Zeitraffer. Ich nehme euch ja mit, was ich dann wie sauber mache. Achso, und den Boden wische ich gleich mit. Kann ich euch zeigen? Moment. Ich muss hier unseren gelben Sack wegräumen. Also, den Boden wische ich mit Allzweckreiniger. Ich hoffe, ihr seht mich. Wobei das Licht auch nicht so viel bringt. Den ganz normalen Allzweckreiniger vom DM. Ich finde, der riecht super gut. Den wollte Philipp eigentlich auch für den Balkon erst nehmen. Hat er, glaube ich, auch, aber hat auch Fit verwendet. Und Fit, finde ich, ist einfach das ultimative Putzmittel. Also nicht für ganz alles, aber für sehr viel. Also die Fenster putze ich mit Fitwasser.
also schäume ich die ein und mache den Dreck so ab mit dem Lappen. Und dann nehme ich so ein Teil, womit man halt das Wasser so abziehen kann. Wisst ihr, was ich meine? Mit so einem Gummi vorne dran. Und mache dann halt das ganze Wasser weg, wische den Rand halt ab, der da noch stehen bleibt und unten. Und fertig. Also das ist bei mir das Fensterputzen. Deswegen geht es auch ultra schnell. Ich habe am Wochenende innerhalb von einer halben Stunde alle Fenster geputzt gehabt. Klar, man kann es immer gründlicher machen und so weiter. Ne? Aber wenn man halt einfach mal einen Unterschied sehen will, dann reicht auch schon hier jedes Fenster in einer halben Stunde. Also von daher, genau, also hier das hier ins Wasser und dann... mit den Bodenwischen, Lappen, nehme ich irgendeinen Mikrofaser oder was auch immer Lappen, mal gucken. Und ja, mehr gibt es erstmal da nicht zu sagen, aber als erstes hole ich mir erstmal mein Staubwedel. Kann ich euch auch zeigen, wir benutzen tatsächlich immer noch dieses Wiffer-Staubwedel, weil wir sie halt immer noch da haben. Wir hatten da mal eine riesen Packung. Wenn die alle ist, werden wir die wahrscheinlich nicht mehr kaufen. Dann werden wir Staub mit einem ganz normalen Tuch wischen. Ich sehe hier gerade, ich habe gerade eine Staubkante entdeckt. Aber solange wir die noch da haben, wir haben zum einen, okay, hier ist eh nur noch eins drin. Und hier oben sind diese Staubtücher von Swiffer, die du dir eigentlich um diesen, ich sag mal, Mop oder dieses Teil, wo du auf den Boden wischst, das haben wir gar nicht mehr, das benutzen wir auch nicht. Das hatten wir mal. Und da haben wir aber noch die Tücher und die werde ich danach zum Staubwischen noch benutzen und dann, wenn die alle sind, nicht mehr. Wir haben da mal ganz viel geschenkt bekommen, also ganz viel Zeug von Swiffer, so eben halt diesen Staubwedel hier hatten wir auch zwei Stück von, dann mehrere solche Packungen mit diesen Tüchern, dann diesen Bodenwischer, Mob, was auch immer, also wir hatten da echt viel Zeug und es ist halt klar praktisch, aber man kann es auch wesentlich einfacher, günstiger und so weiter haben und deswegen habe ich mir dann auch gesagt, also wenn das alle ist, müssen wir das nicht genau nochmal dasselbe neu nachkaufen. Gesehen habt, du bist fertig. Ihr wundert euch jetzt vielleicht, dass ich da mit dem Lappen jetzt nur einmal durch bin und zwischendrin nicht irgendwie das Wasser oder so gewechselt habe. Das liegt einfach daran, dass es sehr, sehr sauber war. Ich habe es ja gesehen, der Lappen hatte kaum Dreck und so weiter. Also es war wirklich sehr sauber. Zum einen einfach, weil wir halt fast jeden Tag da staubsaugen und zum anderen, weil ich auch gerade unter Karls Stuhl jetzt vor kurzem erst gewischt hatte, also wenn er mit Essen gekleckert hat. Genau, ich habe den Staubsauger dann nochmal ganz kurz rumgeschickt. Also so eine Stelle sozusagen nochmal reinigen, weil ich da vergessen hatte, was wegzuräumen. Genau, und die Stube ist somit eigentlich komplett fertig, würde ich jetzt sagen. Muss jetzt halt trocknen. Und da ich jetzt in die Küche das ganze Zeug geräumt habe, überlege ich, ob ich jetzt nicht als erstes die Küche mache, sondern erstmal im Kinderzimmer. Da habe ich nämlich gestern voll viel aufgeräumt, kann ich euch eben zeigen. Ich habe hier so die Ecke sortiert und aufgeräumt. Dort sind natürlich jetzt wieder Lappen, muss ich noch wegräumen und sowas. Aber ich glaube, ich mache hier auch erstmal wieder noch diese letzte Grundordnung, das, was halt im Laufe des Alltags immer wieder anfällt. Halt Lappen vom Wickeln und so weiter. Und schicke den Staubsauger rum. Und danach werde ich hier Staub wischen. Und ja, Fenster hatte ich gestern auch geputzt, sieht man jetzt aber nichts mehr von. Aber hier ist auch so eine Gage davor. Und wenn sich da die Wassertropfen so drin sammeln, dann sieht das auch immer ultra dreckig aus. Genau, also ich werde hier dann erstmal nur Staub wischen,
Der Staubsauger fährt. Ich werde Karls Bett neu beziehen, also seinen Laken und seine Kuschelwurst. Wie nennt man das? Das ist dieses Stillkissen. Okay, das Kinderzimmer war jetzt ja wirklich nicht viel zu machen. Den Spiegel würde ich noch putzen, aber ich muss erstmal kurz rausfinden, wie lange ich zu meinem Termin fahre. Das heißt, ich kann jetzt aber eben noch fix hier den Spiegel putzen. Da kraut es mir nur ein bisschen davon, weil hier sind solche Kanten, wo diese Spiegelteile reingesteckt sind. Also das ist ja keine durchgängige Spiegelfläche, das sind ja vier Spiegel. Und die stecken hier irgendwie drin, genauso wie halt hier diese Holzteile drin stecken. Und ich habe halt keinen Bock, dass mir das Wasser da reinläuft. Deswegen muss ich ungefähr kein Wasser verwenden. Und da hole ich mir jetzt erstmal einen Lappen mit ein bisschen Fitwasser und werde dann halt wirklich ganz, ganz vorsichtig. Und dann werde ich das, glaube ich, auch nicht mit diesem Abziehding machen, weil sonst sammelt sich ja das Wasser und läuft es da erst recht rein. Sondern werde es dann, glaube ich, mit einem anderen Lappen dann direkt wieder trocken wischen. Und ich hoffe, dass der andere Lappen dann nicht irgendwie fusselt oder so. Also ich versuche es mal mit so einem Mikrofaser, die dürften ja eigentlich gar nicht fusseln. Theoretisch. Oder? So, Spiegel ist geputzt, wie ihr gesehen habt. Das ging ja echt schnell und verrückt mit den entsprechenden Lappen. Das waren jetzt beides Mikrofaserlappen. Der eine hat zwar auf der anderen Seite noch so eine glatte Seite, das war mal ein ehemaliger Aufwaschlappen, der hat sich super geeignet und der andere war ja ein reiner Mikrofaserlappen. So, ich bin wieder da. Ich war nämlich beim Augenbrauenwaxing zum allerersten Mal in meinem Leben und es tat überhaupt nicht weh, also es war echt angenehm und ich bin mit dem Ergebnis super zufrieden. Ich überlege, ob ich beim nächsten Mal die noch ein bisschen schmaler machen lasse, aber an sich finde ich die jetzt echt super schön. Es ist halt alles noch ein bisschen rot, ich bin direkt danach im eiskalten Regen Fahrrad gefahren. Aber finde ich super. Ich bin noch voll außer Atem. Die Wäsche habe ich vorher nicht mehr geschafft, die steht noch hier. Ich werde jetzt auch wahrscheinlich nur den Wäschekorb befüllen und die doch erst morgen anstellen. Und für mich geht es jetzt weiter in der Küche mit sauber machen. Ich werde jetzt aber erstmal noch was essen. Es ist jetzt genau um 12. Ich war nicht lange weg, also das hat an sich nicht lange gedauert. Dann habe ich auch nicht so lange dahin gebraucht und halt auch wieder zurück. Und also ich mache mir jetzt was zu essen und dann mache ich die Küche sauber, nehme euch wieder mit. Okay, super. Ich hatte gesagt, ich möchte was essen. Was habe ich gemacht? Hier aufgeräumt, das Geschirr in Geschirrspüle geräumt, hier sauber gemacht und richtig, noch nichts gegessen. Kamera lädt übrigens gerade da oben, deswegen habe ich jetzt das Handy hier. Das mache ich nachher dann auch wieder wirklich im Zeitraffer, genauso wie die Arbeitsfläche putzen, Boden wischen und hier überall staubsaugen, also auf dem Sofa und hier auf dem Teppich und aufräumen und bla. Mache ich alles nachher im Zeitraffer wirklich. Jetzt esse ich erstmal was. So, also die eine Hälfte der Küche hinter mir praktisch ist jetzt schon fertig, habt ihr ja auch gerade gesehen. Das Fenster habe ich auch geputzt, man sieht aber jetzt hier schon wieder Stellen, weil der Karl da ja gerne rausguckt. Also er war dann nach dem Putzen wieder am Fenster und vom Regen und sowas. Genau, Sofa, Teppich, alles fertig. Das Fenster habe ich natürlich auch geputzt. Und jetzt kommt noch die zweite Hälfte der Küche. Und zwar werde ich als erstes mit dem Staubsauger, der ist ultra voll sich gerade, hier mit dem Rüssel nochmal hier unten über lang gehen in diese
da, Ecken, dadurch, dass unsere Schränke ja rund sind, kommt da der, sie hier, der Roboter nicht so gut hin. Also der hat zwar so einen Pinsel, sag ich mal, der sich unten dreht, wo der den Staub so reinholt, aber bis da ganz in die Ecke kommt er nicht. Ist ja kein Problem, dazu haben wir ja noch einen Handstaubsauger. Genau, wenn ich da jetzt mal unter den Schränken und in diese Ecken da saugen, dann hole ich mal den zweiten Barhocker her. Und dann geht es hier an die Arbeitsplatte, nicht wundern, das ist ein zerdrückter Macaron. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, den hat der Karl zerdrückt. Ja, genau, werde ich hier sauber machen. Für die Arbeitsplatte verwende ich ganz einfach Fit Wasser und wische das ab. Und dann geht es noch an den Ofen und den Sandwichmaker. Da habe ich zwar eigentlich gar keine Lust drauf. Ich hasse das, diesen Sandwichmaker sauber zu machen. Aber ja, wir wollen ja schließlich überall Ordnung haben und alles sauber haben. Und deswegen muss das wohl auch gemacht werden. Und was ich jetzt noch überlege, wir haben hier diese Gläser, also hier sind immer Cerealien drin. Hier seht ihr ja, sind Tütenklipse, aber hier sind Cerealien drin und die sind jetzt beide leer. Und ich überlege, ob ich die ohne die Decke, also die Decke halt mit der Hand sauber machen, ne? Aber den Rest, also die Gläser in Geschirrspüler tue, weil es ist ja eigentlich Glas, also von daher. Und dann einfach mal ausprobiere, ob der Geschirrspüler da bis reinkommt und das alles schön sauber kriegt. Ich glaube, ich versuche die gleich mal da reinzustopfen. Vielleicht ist er dann auch schon so voll, dass ich ihn anstellen kann, aber ich glaube, das probiere ich mal, weil, also aushalten werden sie es auf jeden Fall. Ist bloß die Frage, ob die dann sauber werden. Aber ich meine, es sind ja im Prinzip nur Krümel. Also, wir wagen jetzt gleich mal das Experiment mit den Gläsern. Und ihr seht mich hier dann wahrscheinlich beim Arbeitsfläche und Sandwichmaker und Ofen sauber machen wieder. Ich zeige euch eben noch mal Putzmittel für den Ofen. Da verwende ich, der wird irgendwie nie alle, die Flasche ist noch so ultra schwer, einen ganz normalen Backofenreiniger, also für die Fläche oben, für innen auch, aber innen mache ich jetzt nicht sauber, aber oben drauf. Und der ist gefühlt von 1900 was auch immer, keine Ahnung, aber der wird und wird nicht alle, keine Ahnung, ist auf jeden Fall aus dem Osten, sehe ich gerade. Wer weiß, von wann das ist. Ich habe keine Ahnung. Den haben wir geschenkt bekommen. Und ja, der sieht halt einfach ultra alt aus. Der funktioniert aber so, so, so gut. Und ja, genau, den verwende ich für den Ofen oben drauf. Aber auch nur, wenn ich den Ofen so, ich sag mal, bei so einem Putztag reinige. Ansonsten mache ich es auch mit Fitwasser oder so, mal so schnell im Alltag. Weil hier schäume ich erstmal alles ein, lasse es einwirken. Da, und dann, ehe du den Schaum weg hast, das dauert, weil du musst ja dann, du wäschst dann einmal mit dem Schaum, dann versuchst du es erstmal den Schaum wegzukriegen, keine Chance und so. Und bis das dann alles wieder sauber und trocken ist und der Schaum weg ist, das dauert halt für lange, aber dafür ist es halt sehr, sehr wirksam. In der Küche wird jetzt der Boden sein. Da hole ich mir jetzt mal einen frischen Lappen, weil ich den anderen Lappen von vorhin, wo ich den Boden gewischt habe, in der Stube, den habe ich schon außer Reichweite gebracht. Also nicht weggeschmissen, ne? Aber den habe ich halt weggeräumt. Und jetzt bin ich mir auch nicht mehr sicher, welcher das war. Auf jeden Fall ist ja auch Wurst. Ich nehme jetzt einfach einen frischen Lappen. Ja, keine Ahnung. Wir haben eine Waschmaschine und alles gut. So, dann habe ich jetzt hier mir auch den als Wegreiniger wieder geholt und genau, werde dann halt jetzt hier in der Küche einmal durchwischen und dann bin ich auch mit der Küche fertig. Und von der Uhrzeit her würde ich wahrscheinlich auch noch den Flur schaffen, weil da ist wirklich nicht viel. Also der Staubsauger ist vorhin schon mal ein bisschen durchgefahren. Problem ist bloß, ich kann den Staubsauger aktuell per App nicht steuern. Funktioniert nicht. Bei Philipp geht's, bei mir nicht. Müssen wir nachher mal gucken.
Okay, Küche trocknet und jetzt geht's noch an den Flur. Ich habe den gelben Sack schon mal zugeknotet, der war nämlich schon ziemlich schwer und der war zwar noch nicht komplett voll, aber zum einen haben wir ja keine gelben Säcke mehr, also bei uns gibt es jetzt gelbe Tonnen und wir haben aber die gelben Säcke nehmen wir jetzt so als Müllbeutel noch. Also von daher muss der auch nicht voll werden. Und zum anderen habe ich Angst, dass der dann durchreißt, wenn wir da noch mehr reinmachen, weil der halt so schwer ist. Den schaffe ich nachher noch mit runter. Genau, dann stelle ich jetzt aber eben mal noch alle Schuhe hoch und lass mal den Staubsauger hier kurz saugen. Ich glaube, ich stelle den einmal hier hin, mache dann so Spot Cleaner, heißt das, dass der hier so im Umkreis von 1,5 Metern oder so einmal saugt. Dann stelle ich den nochmal hier hin und mache da nochmal den Spot Cleaner und dann, ja, hoffe ich, dass der ganze Flur gesaugt wurde. Und ich muss nachher unbedingt mich um diese App kümmern, dass das wieder funktioniert, weil da kann man ja so richtig schön Zonen einzeichnen und so. Und das nutzen wir halt wirklich, also häufig, das ist ideal. Boah, was sehe ich denn hier? Das ist ideal eigentlich, weil wir oft die Räume einzeln und räumeweise sozusagen aufräumen und dann ja, den dann auch dementsprechend dann rumfahren lassen. Genau, und während der dann hier putzt, bei mir hängt hier irgendwas an der Wimper, das die ganze Zeit wackelt und ich sehe das die ganze Zeit hier im Augenwinkel. Während er putzt, räume ich mal den Beutel hier aus und ja, fange hier auch schon mal ein bisschen an, das ganze Zeug zu sortieren. Damit ist auch der Flur fertig. Das war jetzt wirklich keine große Sache. Ach so, nee, ich habe noch was vergessen. Fällt gerade auf, hier oben drauf das Chaos habe ich noch nicht weggeräumt. Das sortiere ich jetzt eben noch. Aber dann mache ich die Kamera aus, weil ich da, glaube ich, immer hoch und runter gehe und dann hier unten so Häufen mache oder sowas. Keine Ahnung. Können wir mal gucken, was der hier mittlerweile aufgelesen hat. Der ist auch voll. Aber der andere auch. In der Küche sieht es schon trocken aus. Ich habe ja ein paar Sachen einfach hier hochgestellt gehabt. Aber jetzt ist die Küche trocken. Jetzt kann ich auch erstmal die Sachen wegräumen, dann hier den Barhocker wieder aufstellen und so und hier oben dann noch sortieren. Und dann endet erstmal die erste Hälfte oder zwei Drittel meiner Putzung. Und für euch geht es aber direkt weiter, nämlich morgen mit dem Bad und dem Schlafzimmer. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der nächste Tag. Ich habe noch meine Jacke an, weil ich gerade von draußen komme. Ich habe gerade den Karl in den Kindergarten gebracht und es geht weiter mit der Putzroutine. Und als allererstes werde ich hier mal den Wäschekorb runterschaffen, also Wäsche anstellen. Und ja, dann geht es noch ans Bad und ans Schlafzimmer. Und die Wäsche gehört ja auch zum Bad, also weil ja der Wäschekorb im Bad steht. Deswegen mache ich das jetzt als erstes. Falls es interessiert, ist zwar kein Putzmittel, aber es ist ein Waschmittel. Wir verwenden entweder hier von DM dieses Feinwaschmittel oder von Lidl das Feinwaschmittel. Ich glaube, das von Lidl hat auch eine blaue Flasche. Wir waschen alles damit, wir waschen alles zusammen, wir trennen keine Wäsche, wir waschen alles 30 Grad und wir kaufen genau dieses Waschmittel, weil es das billigste ist. So, also ich glaube, man kann aus dem Thema Waschen so einen großen, ich sag mal, ja, einen großen Akt oder eine großes Drama machen. Wir waschen halt einfach alles fertig und es wird trotzdem sauber. Und zum Trocknen werfen wir es in den Trockner. Also wir benutzen keine Trocknertücher, Trocknerbälle, Trockner, was auch immer. Wird auch so trocken. Gut, somit kommen wir jetzt, also ihr habt ja gesehen, Wäsche ist an. Achso, ich muss meinen Timer stellen. Damit können wir jetzt im Bad loslegen. Und zwar muss hier als erstes aufgeräumt werden. Hier steht ein Karton Armaflex. Also das sind alle unsere Reste und das ist noch ziemlich viel, weil wir haben irgendwie ein bisschen
zu viel bestellt. Das wird verkauft, das müssen wir aber noch ausmessen, wie viel da jetzt im Endeffekt übrig ist. Aber aufgrund dessen, dass es verkauft wird oder dass wir es halt messen müssen, haben wir es hier hochgeholt. Und dahinter diese Spanplatte, die brauchen wir eventuell nochmal im Bus. Wenn nicht, wird die auch verkauft. Das müssen wir alles mal reinstellen. Genau, ich räume hier jetzt eben mal frei. Und also auch den Boden und sowas. Und dann schicke ich den Staubsauger rum. Ich mache einen Zeitraffer von allem. Und während der Staubsauger hier auf dem Boden fährt, werde ich zum Beispiel hier sowas, diese Rohre und alles, also überall, wo der Staubsauger nicht hinkommt, mit dem Dyson, das kann ich euch zeigen, mit der Bürste hier, weil die hat ja hier so Fusseln vorne dran, damit werde ich dann rumgehen und alle nicht zugänglichen Stellen, hinterm Klo, was auch immer, sauber machen. Und die Stellen, wo normalerweise Staub gewischt wird, also hier auf dem Fensterbrett und so, kannst du mit dem Ding super absaugen. Und damit fange ich an, wenn der Staubsauger hier den hinteren Bereich schon hat, dass der mir nicht die ganze Zeit zwischen den Beinen rumfährt, wenn der dann vorne saugt. Und ja, werdet ihr alles sehen. Okay, ihr habt es jetzt eben gesehen, wie der Staubsauger, also der Roboter, sauber gemacht hat und wie ich sauber gemacht habe. Und es ging irgendwie doch schneller als gedacht. Ich habe jetzt am Ende immer rumgeguckt, dachte mir so, was hast du denn vergessen? Auf jeden Fall werde ich jetzt als nächstes sowas wie Toilette, Waschbecken und Badewanne putzen. Und die Toilette werde ich jetzt als erstes einweichen, da zeige ich euch, was wir dafür nehmen. Und zwar haben wir da einmal diese WC-Tabs. Ich glaube, die sind vom Lidl. W5 ist Lidl, oder? Ja. Und WC-Reiniger. Huch. Der ist jetzt vom Marktkauf, nehme ich an, oder Edeka. Aber auf jeden Fall hatten wir da vorher auch den vom Lidl. Ist halt, ich sag mal, der billigste aus dem Supermarkt. Genau, und auf jeden Fall tue ich das, also eine so eine Tablette da rein und mache den WC-Reiniger unter den Rand und dann lasse ich das so lang wie möglich einweichen und reinige dann die Toilette aber halt als letztes. Genau, das mache ich jetzt erstmal und dann werde ich wahrscheinlich als erstes die Badewanne putzen und die Fliesen. Dazu nehme ich den Allzweckreiniger. Dann werde ich den Spiegel putzen mit Fitwasser und das Waschbecken auch hier mit. Dann dürfte die Toilette fertig sein und dann werde ich den Boden wischen auch hier mit. Also ihr seht jetzt wahrscheinlich erstmal so viel Zeitraffer oder so. Thank you.
Ich präsentiere ein trocknendes und sauberes Bad. Ich schicke eben nur die Schuhe davor, weil jetzt geht er ins Schlafzimmer und unser netter Staubsauger darf gleich durchfahren. Ich mache hier aber erstmal ein bisschen Ordnung auf dem Boden, dann, also damit er dann fahren kann. Dann schicke ich ihn rum und dann mache ich das Bett. Also ich mache es im Sinne von, ich räume es auf, also Bett beziehen muss ich jetzt nicht. Und ansonsten, das Fenster habe ich auch geputzt bei meiner Fensterputzaktion. Ebenso habe ich den hier, wie sagt man, das Fensterbrett sauber gemacht. Und unsere Schreibtische sehen jetzt verhältnismäßig ordentlich aus, dafür, dass es unsere Schreibtische sind. Hier steht immer noch der Barhocker, den räume ich auch gleich noch weg. Die Jacken darauf, da muss ich mir noch Bügel holen, die kommen dann dort ins Regal. Genau, und dann, so viel ist es gar nicht hier. Ich habe auch am Wochenende hier schon überall Staub gewischt, von daher ist es im Prinzip nur Bett machen, Staubsaugen und ein bisschen aufräumen. Dann ist die ganze Wohnung fertig und ihr habt mal meine Putzroutine gesehen, oder unsere Putz- und Aufräumroutine. Achso, den Spiegel hier könnte ich vielleicht putzen. Das werde ich, glaube ich, machen. Da muss ich zwar den ganzen Mist, den wir aussortiert haben, plus hier unten steht übrigens unsere Zweitbatterie noch immer, ist alles mal wegräumen, aber den Spiegel könnte ich putzen. Da habe ich mir jetzt noch irgendwas zu tun hier. Damit ist auch unser Putzroutinen-Video zu Ende. Ihr habt die ganze Wohnung gesehen, ihr habt gesehen, womit wir alles sauber machen. Es ist ja generell irgendwie ziemlich unkompliziert. Wir verwenden ja nicht allzu viel verschiedene Putzmittel. Wieso auch? Also alles wird genauso sauber mit dem, was wir nutzen. Und von daher, ja, wisst ihr jetzt auch Bescheid. Das war jetzt auch unser Frühjahrsputz. Das Video kommt im Frühling wahrscheinlich online. Gedreht habe ich das jetzt, also es ist gerade Januar. Aber vielleicht, oder es war einfach der Neujahrsputz oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hoffen wir, das Video hat euch gefallen. Und wir verlinken wie immer unser letztes Video unten drunter. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mal sehen, was es da gibt. Ich bin selbst gespannt. Die Planung ist noch nicht so weit fortgeschritten. Aber ja, lasst euch überraschen.